Hallo zu einem neuen Video über Marios Fliegendose. 9. Dezember, 9. Türchen und wir sind weiter im Game. Heute binde ich mit euch einen Cruncher. Was soll das sein? Im Grunde genommen ist das nichts weiter als eine Pheasant Tail als Nassfliege gebunden. Die kann man in ganz vielen Varianten binden und die kann man auch in ganz vielen Varianten fischen. Zum einen einfach als Nassfliege in jeglichem Stillwasser, dann auch sehr, sehr zart gebunden, ist in den Abendstunden auf jeden Fall immer ein Versuch wert für Forellen und Eschen. Ihr könnt sie nass im Stillwasser fischen, bewegt oder als zweite Fliege in irgendeinem Fliegensystem. Alles ist da möglich. Ist auf jeden Fall eine Fliege, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Ich binde das Ding jetzt in Schwarz und eingespannt habe ich hier ein Gamakatsu F11 in Größe 12, die ich hier eben gezeigt hatte. Die ist auf ein Fulling Mill Grab Gape gebunden in Größe 10. Der Haken ist mir aber eigentlich ein bisschen zu kurz vom Schenkel her für die Fliege. Das war so der Test, den ich gerade mal eben gemacht hatte. Deswegen halte ich jetzt hier einen ganz anderen Haken in die Kamera. So, aber binden wir mal auf den F11. Als Faden habe ich Uni 8.0 in Schwarz. Den lege ich mal hier vorne an. Komme so bis hier ungefähr in die Mitte und schneide den ab. So, und jetzt als Schwänzchen habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt Fasanenstoßfibern nehmen. Klassischerweise die Briten verwenden gerne Hahnfedern in Schwarz. Einfach aus dem chinesischen Hahn oder von irgendeinem Trockenfliegenbalg, den ihr habt, was raus. Was ich jetzt mal anders mache, und zwar mache ich das jetzt, weil ich die Feder hier noch liegen habe. Und das habe ich bei dem Muster da auch gebunden. Ich habe hier noch die Coq de Lion-Feder vom Jig von gestern liegen. Und das finde ich eigentlich ganz cool auch, so ein bisschen gebändertes Schwänzchen hinten reinzubinden. Daher nehme ich einfach mal Fibern vom Coq de Lion. Und da zupfe ich mir hier vom der Feder einfach ein paar Fibern runter, bündel die, schau dann, wie lang ungefähr das Schwänzchen sein soll. So passt das ganz gut. Und dann lege ich das hier drauf und bind einfach die Fibern nach hinten runter. So. Und das hier vorne, den Rest, den schneide ich einfach schräg ab. Dann brauchen wir für die Rippung ein Silberdraht. Den binde ich mir hier ebenfalls noch ein. Und dann für den Hinterleib brauchen wir ein paar Fasanenstoßfibern in Schwarz. Dann einfach von der Feder ein paar Fibern runternehmen. Ich denke, für eine Fliege in der Größe 4-5 Fibern werden es wohl sein müssen, die man so nehmen sollte. Bei kleineren Mustern könnt ihr auch einfach nur 2 Fibern nehmen. Müsst ihr immer schauen, dass ihr das ein bisschen anpasst. Und es hängt auch davon ab, wie lang die Fibern sind. Ich habe jetzt hier welche, die sind nicht ganz so super lang. Dem Faden hier hin, nehme die Fasanenstoßfibern, bind die hier ein. Forme mir noch so ein bisschen den Körper. So, und jetzt ist immer die Frage, mit den Fingern greifen oder mit der Hechelklemme. Ich mache es jetzt hier mit der Hechelklemme, damit hier im Video ein bisschen mehr sehen könnt und ich meine dicken Finger da nicht immer vorhabe. So, und dann macht ihr hier einfach eure Wicklungen. Da rutscht schon eine raus, dann gehe ich doch nochmal mit den Fingern daran. So, das sieht gut aus. Wenn man loslässt, dann drehen die sich gleich sehr gerne zurück.
Deswegen immer schön auf Spannung halten das Ganze. Und den überstehenden Teil abschneiden. So, und den Rippungsdraht auf jeden Fall entgegengesetzt wickeln, damit ihr die Fibern schön sichert. In 3-4 Wicklungen ist das auf jeden Fall sicher. Weil die Fasanenstoßfibern, wenn da eine Forelle drauf beißt, dann gehen die dann doch mal kaputt und dann geht die Fliege auf und das ist unschön. So, und diesen Draht, der ist recht fest, den breche ich einfach so ab, anstatt ihn mit der Schere abzuschneiden. Da macht man sich nur die Schere stumpf mit. Hier ist noch eine Fiber, die mir nicht gefällt. Schwänzchen ist ein bisschen lang geworden, aber wird okay sein. So, jetzt brauche ich 3 Pfauenfibern vom Pfauengras. Die binde ich hier ein. Nehme die, verdrehe die so ein bisschen mit den Fingern. Einfach ein bisschen verdrehen. So. Und dann wickeln. Und so sind die ein bisschen stabiler, als wenn ihr die jetzt einzeln nebeneinander legt. Ihr könnt auch anstatt Pfauengras ein Dubbing nehmen. So ein UV-farbenes Dubbing in irgendwelcher Form, in Schwarz oder in Rot. Gerade auch Rot würde auch sehr, sehr gut passen hierfür. So, und für die Fronthechel, ich habe hier noch so einen schönen, alten, durchgelutschten Hennenbalg in Schwarz. Da fehlen schon fast alle Federn. Aber so ein paar sind noch drauf und der ist auch nicht so toll gefärbt. Das war mal ein ganz günstiger Vogel. Da suche ich mir jetzt eine Feder raus, eine passende. Ich denke, die hier wird gehen. So, und upsala. Einfach die Feder nehmen, die Fibern wegstreifen nach hinten und dann hier abschneiden, dass hier wieder dieses kleine Dreieck entsteht zum Einbinden. Dann die Feder oben drauf legen und nur dieses kleine Dreieck einbinden. Wunderbar. So, dann könnt ihr auch wieder Hechelklemme nehmen oder die Finger, je nachdem. Ich nehme hier mal eine Hechelklemme. Einfach fürs Video ist das ein bisschen schöner, wie gesagt. Und dann nehmt ihr diese Fibern und streift euch die so ein bisschen zusammen nach hinten. Also die Vorderseite der Feder zeigt jetzt übrigens Richtung Hakenöhr. So, und dann eine Wicklung. Die Fibern schön wegstreifen. 2 Wicklungen. Und so 2,5 oder so sind das ungefähr. Dann die Feder abfangen mit dem Faden. Und ich klapp die jetzt auch. Ich lasse die jetzt erst los. So. Dann klappe ich mir alle Fibern und den Kiel der Feder nach hinten und binde hier so ein kleines Köpfchen. Ich schneide jetzt ganz bewusst noch nicht den Kiel ab, das mache ich jetzt erst. Weil sonst kann es passieren, wenn es alles so knapp ist und so, dass man den Kiel abschneidet und dann rutscht der aus den Windungen raus und dann geht die Fliege wieder auf. Das kann man so ein bisschen umgehen, wenn man den Faden stark wachst. Das habe ich jetzt aber gerade nicht gemacht. Von daher geht es auch auf diese Art. So, dann Knotenbinder nehmen. Und einen Kopfknoten machen. Und jetzt noch gucken, ja. Sieht von den Proportionen alles ganz okay aus.
die Fibern der Henne, die ihr nehmt, die sollten maximal so bis zum Hakenbogen reichen, nicht darüber hinaus. So sehen die Proportionen dann ganz okay aus. Wie gesagt, das Schwänzchen ist mir jetzt ein ganz bisschen zu lang, aber das ist ja den Fischen wahrscheinlich egal, wenn mir das zu viel ist. Hauptsache, für die passt das. Dann einen Tropfen Lack nehmen. Und das Köpfchen ganz zart lackieren. So, und fertig ist der Cruncher. Der schwarze Cruncher. Bindet die Fliege auf jeden Fall mal nach. Fischt sie mal. Auch wenn ihr irgendwie so ein Vereinsgewässer habt, wo Regenbogenforellen besetzt werden oder so, ist das eine Topfliege, die ihr da gut nehmen könnt. So kleine schwarze Dinger funktionieren da meistens sowieso gut, weil die Forellen dann immer denken, oh, da fallen wieder Pellets vom Himmel. Das ist für die quasi natürliche Nahrung, für die frisch Besetzten. Solltet ihr unbedingt mal testen. So, und falls euch das Video gefallen hat, macht wie immer einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und hier neu seid bei Marios Fliegendose. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Mario.